Nein, tut mir leid. Nichts. Ich sage nicht, dass ich der... Werft einen Blick darauf. Verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Alles weg. Alles muss raus. Sonderpreis. Nur für dich, meine Liebe. Ja, 91 bringt das. Das ist nicht wenig. Es lohnt sich schon. Das Zeug zu verkaufen. Ich überlege gerade, ob ich den Jagdbogen der Bindung, der ist ja eigentlich der 8 Schaden. Brauchen wir nicht, weg damit. Macht nur 8 Schaden. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Ja, ja. So, Lydia. Direkt hinter euch. Her mit dem guten Zeug. Ich stehe zu eurer Verfügung. Du kämpfst ja eh mit Zweihänder, habe ich gehört. Aber was ich nicht verstehe, warum hat die die... Warum hat die dieses Stahlkettenpanzerhemd nicht ausgerüstet? Das verstehe ich nicht. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Sollte sie das Ding nicht tragen? Kennt ihr meinen Vater? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich will Geld. Vor allem. Die wiegen natürlich auch ein bisschen was, die Eisenbarren, ne? Da müssen wir auch nochmal gucken. Dass wir die wegbekommen. Die Wolfspelze wiegen auch so ein bisschen was. Es summiert sich halt. Dann gehe ich mal. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Fast 3000. Weil es schlechtere Werte hat, aber die hat ja gar keine Rüstung an. Oder ist damit... Oder ist damit diese Standardrüstung gemeint, die wir gar nicht sehen? Weil hier hat die gar keine an. Wenn man sich das hier so anschaut. Ja, mal los. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles steht zum Verk... Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. So, Krimskrams, da kenne ich mich aus. Hier, nimm mal diese Flöte. Dann, ich will die Steine jetzt... Ah, wobei, die machen wir noch zu Schmuck, glaube ich. Ach so, die hat quasi eine Rüstung an... Die uns aber nicht angezeigt wird und die hat halt schlechtere Werte. Okay. Das ergibt Sinn. Irgendwie habe ich gefühlt nichts verkauft jetzt. Trotzdem total überladen. Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich, es summiert sich, glaube ich, irre beim... Ja, hier haben wir irre viel drinnen. Naja, wobei nicht irre viel, aber ein bisschen was. Und ich glaube, was tatsächlich super viel ausmacht mittlerweile, sind diese ganzen Pflanzen nicht. Weil wir haben 50 violette Bergblumen dabei. Wir haben halt alle Blümchen gesammelt, die uns irgendwie so entgegenkamen. Und ich glaube, das macht mittlerweile tatsächlich einiges aus. Da müssen wir, wir brauchen dringend das Haus. Ich brauche das verdammte Haus. Bitte kommt wieder.
Ach, sie trägt eine Stahlrüstung, okay. Herstellen von Schmuck gibt auch schön Schmiede-XP. Dann machen wir das doch mal. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht bewusst. Das war's. Echt? Mehr geht nicht mehr? Was brauche ich denn für das Zeug? Goldbarren oder was? Hauptsächlich Goldbarren, okay. Du besitzt kein Erz, das umgewandelt werden kann. Ich habe doch einen Haufen Eisen, kann ich das nicht umwandeln? Ist das jetzt alles, was ich umwandeln? Ja gut, 380 sind es auch, aber... Beziehungsweise dann so 90 oder was, aber... Mein Sammelherz könnte diese ganzen Bücher nicht... Ja, ich... Mir tut's ehrlich gesagt auch ein bisschen weh. Mir tut's auch... Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn mir nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ja, ist ja gut. Schnauze. Mir tut's auch ehrlich gesagt ein bisschen weh, aber ich weiß nicht, wohin sonst gerade. Ich hoffe einfach, dass wir später ich so viel Geld haben. Einen eurer Verwandten. Lasst mich einfach wissen, was ihr... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Ich hoffe, wir haben später so viel Geld, dass wir einfach die Bücher dann zurückkaufen können. Ah, ich bin gerade ein bisschen verwundert, dass ich... Ach, das Erz. Ach, ich muss Erz umwandeln. Ach, kacke. Ich dachte, ich könnte die Barren umwandeln. Oh, Gott, damn it. Das habe ich verkackt. Ist egal. Macht nichts. Aber ich habe es verkackt. So, die Halskette noch weg. Bitte kommt wieder. Jetzt schauen wir mal. Wir haben Kopfgeld kriegen wir hier zurück. Genau, das holen wir uns noch. Ja, lohnt sich heute auf jeden Fall zu kehren. Carlotta, lohnt sich heute mega. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ach, deswegen läufst du. So, wo ist denn der? Da ist er. Christine Jarl-Balgruf als Vogt. Gut gemacht. So, der Banditenanführer ist tot. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Das ist sehr mager. Sehr, sehr mager. Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. In den Schatten. Hans Bogner. Ich entschuldige mich für die Heimlichkeit, aber ich würde darüber lieber nicht in Anwesenheit des Jarls sprechen, falls die Informationen, die ich erhalten habe, nicht glaubwürdig sind. Er hat auch schon so genug zu tun. Anfang letzter Woche habe ich von einer namenlosen Quelle einen Tipp hinsichtlich eines möglichen Mordkomplotts gegen den Jarl erhalten.
Obwohl wir alle Drohungen ernst nehmen, ist es schwierig zu sagen, wie sehr man der Quelle trauen kann. Und vor dem Hintergrund all der Dinge, die in letzter Zeit geschehen sind, habe ich keine Zeit, dem selbst nachzugehen. Deswegen möchte ich, dass ihr Arcadias Kupferkessel aufsucht und das Geschäftsbuch auf verdächtige Käufe, vor allem Gifte, überprüft. Ich habe Arcadia gebeten, euch eine Abschrift auf ihre Ladentheke zu hinterlassen. Schaut hinein, findet heraus, wer in den letzten Tagen Flaschen gekauft hat und überprüft, ob sie gute Gründe dafür hatten. In der Zwischenzeit lasse ich unsere Köche jedes Lebensmittel, jede Flasche Met und jeden übrig gebliebenen Brotkrumen untersuchen, um sicherzugehen, dass nichts vergiftet ist. Falls bei euren Nachforschungen nichts herauskommt, weiß ich, dass meine Informationen falsch waren und der Jarl bis auf Weiteres sicher ist. Falls nicht, hoffe ich, dass jemand von eurem Ruf sich rasch um die Situation kümmern kann. Huiuiui. Und ihr Wummel? Ihr wird nicht rumgetrödelt. Ja, ich bin ja auch gerade am Gehen. Ich trödle ja nicht. Ein Mordkomplott gegen den Jarl. Jetzt wird's interessant, Freunde. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau. Nein, möchte ich nicht. Damit ihr euch in der beflaggten Meere das... Was ist denn kaufen könnt? Wenn ihr ruhig seid, bitte lieber um... Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Hi. Kann ich den irgendwie zur Seite legen oder so? Etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Ich schmeiß dir mal, lüg mich nicht an jetzt. Ein ziemliches Problem. So. Lies die Abschrift. Mal gucken. Lydia hat sich einen Zaubertrank der Stärke gekauft, ja. Kaiserlicher Händler. Zaubertrank des Taschendiebstahls. Alles klar. Priester von Arkai. Bösartiges Gift. ich weiß ja nicht, ne? Also. Klar, bösartiges Gift. Nordstallbursche, mächtiges Gift des langen Leidens. Alles klar. also der Priester von Arkai, ich glaube nicht, dass der verdächtig ist. Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Was, Rüttelfieber auch noch? Mensch, was haben ich noch alles? Ein Scheißtrick habe ich. Dagegen hab ich ja. Huch. Alter. Einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. Alter, was war das denn? Okay. Sieh im Stall nach, erkunde die Halle der Toten. Beginnen wir in der Halle der Toten und dann schauen wir zum Stall. Warum sollte sich ein Priester von Arkai so ein Gift kaufen? Das ist doch irgendwie schon ein bisschen strange, oder? Achso, wir sollen hier erkunden, oder? Wir sollen nicht mit dem quatschen, sondern wir sollen erkunden. Gucken wir mal, was hat er denn hier? Götter und Kulte, Alduin Akatosh, bla bla. Ha. Aha, mittlerweile hat er auch wieder aufgeräumt. ja, bitte. Ich weiß echt schön, dass er wieder aufgeräumt hat, der gute Mann. Hast du deine Schuhe gefunden? Dafür hat er Geld, weißt du? Für ein bösartiges Gift hat er Geld.
Achso, wir sollen die Hallen der Toten. Also ich glaube, wir müssen... Nee, warte, das sind die Hallen der Toten. Dafür hat er Geld. Ach, ich rede einfach mal mit ihm. Warst du's? Ich verbringe so viel Zeit mit den Toten, dass ich manchmal vergesse, wie sehr ich die Gesellschaft der Lebenden vermisse. Willst du den Jarl töten? Mal gucken, Holzschale. Die ist sehr verdächtig, so eine Holzschale. Ich meine, da sind überall Totenschädel. Schaut euch das mal an. Also ich würde sagen, der ist definitiv verdächtig. Ich kann jetzt alle Bücher durchgehen. Ich habe keine Ahnung, wie die Quest funktioniert. Ja, der Barensia ist es bestimmt nicht. Ja, hust, hust. Er soll gefälligst mal wieder aufräumen. Er hat's verdient, der Mistfink. Jetzt macht doch nicht seine Deko kaputt. Doch. Der hat mir viel zu wenig bezahlt. Es ist schade, dass die Dinger nicht kaputt gehen, wenn du sie auf den Boden schmeißt. Ich würde es diesem verdammten Priester gönnen. Diesem geizigen Arsch. Hat er irgendwo einen Geheimschalter oder so vielleicht? Ach komm, ich mache einfach alles. Ich nehme einfach alles auseinander hier. Er hat's verdient. Der Mistfink. Ich hasse den. Ich hasse den Kerl. Der hat mich hart arbeiten lassen. Und zwar für nix und wieder nix. Für ein Apfel und ein Ei. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn abgrundtief. Also hier finde ich jetzt ehrlich gesagt nix in der Halle der Toten. Ich könnte ihn jetzt selbst... Das ist schon die Halle der Toten hier, ne? Mit diesem furchtbaren Krieg bin ich ein wenig überfordert. Ebenso wie die Katakomben. Mal gucken. Na, aber er hat ja auch nichts Verdächtiges drin in seinem Inventar, ne? Ich habe da mal seine Taschen so ein bisschen durchwühlt. Da war aber nichts. Aber wo ist der Trank, frage ich mich. Vielleicht müssen wir doch in die Katakomben gehen. Lass uns mal in die Katakomben schauen. Ja, auch ein Priester hat Feinde, das ist richtig. Uns. Ich bin sein Feind. Ich hasse den Kerl. So ein blöder A. Ja, die Hallen sind möglicherweise im Keller. Der Todesstoß. Da hat er sein ganzes Geld. Naja, gut, viel ist es nicht. Da ist auch wieder ein bisschen was. Aber das sind ja eigentlich die Katakomben. Skeva-Probleme. Da offenbar niemand sonst etwas dagegen unternimmt, habe ich Schritte eingeleitet, um dieses Skeva-Problems Herr zu werden. Esst bitte nicht diesen Käse, da er mit einem gefährlichen Gift versetzt ist. Doch einmal, dieser Käse ist nur für Skeva gedacht. Falls ihr einen Bissen nehmen möchtet, bitte ich euch dringend darum, zuerst in den Spiegel zu schauen und nachzusehen, ob ihr ein Skeva seid. Falls dem so ist, könnt ihr euch nach Herzenslust daran gütlich tun. Solltet ihr aber kein Skeva sein, könnt ihr Arkai besser dienen, indem ihr am Leben bleibt. Ah, da war gut. Ah, da ist das Gift. Das ist jetzt meins. Was tut dieses Gift, wenn ich mal ganz doof fragen darf? 50 Punkte Gesundheit. Alter Schwede. Das zwiebelt ja richtig rein. Und wenn die Skeva das jetzt gelesen haben? Ich glaube auch, dass der Plan nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.
So, Moment mal ganz kurz. So, besser. Also zum Stall. Haus Graumähne ist immer noch zu. Wer hätte das gedacht? Da ist schon wieder dieser Kurier. Wehe, du gibst mir jetzt was. Nein, tut mir leid. Gott sei Dank. Nun gut. Schauen wir uns mal an, was der Stallbursche zu sagen hat. Oder angestellt hat mit seinem Gift des langen Leidens. Aber komm, der ist so sympathisch gewesen die ganze Zeit. Braucht ihr ein Pferd? Dann redet mit komm, deinem der Typ doch nicht, oder? Der Typ doch nicht, der war's doch nicht. So ein sympathisches Kerlchen. Aber gut, wir untersuchen mal die Stelle. Mal gucken, ist hier irgendwo... Will er irgendein Pferd vergiften? Ich habe die schnellsten Rosser in ganz... Ja, glaube ich gern. Ich bin hier schon richtig, oder? Das sind schon die richtigen Ställe. Sieh im Stall nach. Gut, das ist der Stall, oder? Ich nehme mal an, das ist der Stall. Oh. Oh. Hier liegt eine Leiche. Er war unbewaffnet. Mich auszuwählen war eine kluge Entscheidung des Dunkelelfen. Von den Narben abgesehen, kann ich problemlos als Stallbursche durchgehen. Ich sage dem Ladenbesitzer, dass mich ein wildes Pferd abgeworfen hat und ich mit dem Gesicht voran im Gestrüpp gelandet bin. Ich bin ein kluges Kerlchen. Die anderen Banditen machen sich immer über mein Gesicht lustig und sagen, ich sehe aus wie ein Neugeborenes, aber für derartige Aufträge erweist sich dieser Umstand als recht nützlich. Nachdem sie gesehen hat, wie gut der Dunkelelf zahlt, wird die gesamte Bande schon bald nach Rasiermessern Ausschau halten. Apropos, ich soll den geheimnisvollen Wohltäter am Stall und nicht im Lager Stille Monde treffen. Keine Ahnung warum. Aber er hat gesagt, dass es für den Fall, dass mich jemand verfolgt, am besten wäre, wenn ich in meiner Rolle bleibe, bis ich die Stadttore weit hinter mir gelassen habe. Nun, hoffentlich schleicht er sich nicht an mich heran, während ich warte. Beim letzten Mal habe ich mich fast eingenisst. Aber klug wie ich nun mal bin, habe ich mir dieses Buch gekauft, um ihn zu finden. Die Sache ist nur, dass ich beim besten Willen nicht darauf komme, wie es funktioniert. Aber für einen harten Kerl wie mich ist das nur eine Frage der Zeit. Hä? Leben entdecken. Nun, Aber wie ist der jetzt gestorben? Also der lebt auch noch. Der hat sich nur schlafen gelegt hier. Glaube ich. Der guckt nur nach dem Pferd. Glaube ich. Aber eine Mondstahl-Kriegsaxt. Wow. Ist ja schon, ne? Ist schon. Und so. Ist schon so ein bisschen. Sag mal, weißt du, was du hier für Leute beschäftigst? Nur eines ist besser, als ein schnelles Schlachtross zu reiten. Natürlich.
Okay, für 100 Gold kann ich wechseln, aber ich weiß nicht, ob ich da Satteltaschen dabei habe. Nun gut, wo ist denn dieses lustige Lager? Das Lager Stille Monde. Ah, da oben. Okay. Beim Lager stehender Strom ist auch das Lager Stille Monde. Gut, aber dieses Lager schauen wir uns dann ein andermal an, würde ich sagen. Das, meine Lieben, soll es für heute gewesen sein.